first stage. Until you kept on talking about people and the earth. Sound like ice and swinging ropes are most I can remember. I'm driving home, it's dark outside, yeah. Until you keep on talking. Red waves in the sky. Blood is pumping, sounds are jumping. How could I even try? Suddenly the world is better. What's the reason why? No one knows and all I see are your red waves in the sky. All I feel is sad, no, no, I can't dance. Although you said it differently, yeah, the meaning stayed the same. Sometimes the things that come are real, not surprising. But sometimes they just rip your head off, make you feel alive then. Red waves in the sky. Blood is pumping and sounds are jumping. Or could I even try? Suddenly the world is better. What's the reason why? No one knows and all I see are your red waves in the sky. Whoever knows the story's ending, yeah, keep your words for you. No sticking round, no pretending, we are getting through. Whoever, whoever. Red waves in the sky. Blood is pumping, sounds are jumping. How could I even try? Suddenly the world is better and you're the reason why. Yeah, now I know and all I see are your red waves in the sky. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Unterm Radar, unserem Musikformat, in dem wir Bands vorstellen und deren Musik hören, die unserer Meinung nach noch nicht genug Reichweite haben. Heute haben wir das Trio T-Cup Universe da, ein Funkrock-Trio aus Münster. Und ja, ich würde euch direkt mal bitten, einmal mit mir rüberzukommen, dann können wir ein bisschen quatschen. Ja, genau, dann stellt euch doch einmal vor, in euren eigenen Worten. Moin, wir sind halt alle von T-Cup Universe, wie man vielleicht gerade gemerkt hat. Ich bin Alex, der Drummer. Das ist unser guter Sänger Felix. Ja, Alex hat schon richtig gesagt, ich bin der Felix. Ich spiele Gitarre und singe und neben mir sitzt der. Ich bin Lars und ich spiele Bass und zwischendurch tue ich so, als würde ich singen. Das ist doch mal was, genau. Und ihr wohnt ja in sehr verschiedenen Orten, so durch Deutschland ein bisschen verteilt, zwar alles irgendwie in der Ecke, aber trotzdem sehr verteilt auf jeden Fall. Was würdet ihr denn sagen, wo kommt ihr her? Also ursprünglich, die Band kommt sozusagen aus Münster. Ja, genau, das würde ich auch sagen. Ich meine, früher kamen wir alle sozusagen mehr oder weniger aus Münster und Umgebung. Das hat sich alles im Laufe der Zeit ein bisschen geändert, aber grundsätzlich sehen wir uns, glaube ich, schon noch als Münsteraner Band. Ja, okay. Ja, genau. Und T-Cup Universe ist ja ein bisschen kryptisch so als Name an sich. Woher kommt der Name? Wie ist das entstanden? Diese Frage richtet sich direkt an Alex. Wie das, glaube ich, viele kleinere Bands oder eigentlich jede Band in ihrem Leben mal kennt, dieses Problematik, einen Bandnamen zu finden. Und man ist schon so ein Jahr zusammen und man hat so die ersten Gigs und man braucht halt einfach einen Namen, um irgendwie wiedererkannt zu werden, aber fast alles ist vergeben. Es gibt kaum noch irgendwelche Namen, wo nicht irgendwelche Schnapsvögel schon mal draufgekommen sind. Und deswegen versucht man ein bisschen kreativ rumzudenken. Und tatsächlich ist mir der Name irgendwann eingefallen, nachdem ich einen schönen Abend mit ein paar Freunden hatte, ein bisschen angeschwipst, eventuell nach Hause gefahren bin mit dem Fahrrad. Und dann so in der Nacht musste ich super über diesen Namen lachen. Und ich finde, der Witz passt ziemlich gut zu der Musik, die wir machen und zu der Stimmung, die wir vermitteln wollen. Okay, aber eine tiefere Bedeutung
gibt's da steckt da nicht hinter. Man kann da so ein bisschen was reininterpretieren vom Universum in der Teetasse drin oder sowas, aber für uns ist das ist ein schönes sprachliches Bild und der Name klingt auch einfach gut, finden wir. Ja, genau, die Musik soll halt einfach Spaß machen, das sagt der Name, glaube ich, auch aus. Ja, denke ich auch. Genau, und wie seid ihr denn so generell zur Musik gekommen? Ich denke, das ist ja auch eine sehr individuelle Geschichte bei jedem von euch. Ja, also ich habe zu meinem 12. Geburtstag habe ich eine Gitarre von meinem Papa gekriegt, also so eine ganz alte, kaputte Nylon-Saiten-Gitarre, und dann habe ich auf YouTube mal so ein bisschen geguckt, da gibt es so ein paar Sachen, die man spielen kann, und dann ging das halt weiter. Irgendwann habe ich Alex kennengelernt und irgendwann habe ich dann auch ein Schlagzeug bei mir im Keller gehabt und da haben wir uns zum Jam getroffen, und ich glaube, Alex hat irgendwann mal den Herrn hier irgendwo kennengelernt. Dann sind wir zu ihm gefahren und eigentlich hat es sofort gepasst eigentlich. Wir hatten richtig Spaß zusammen und ja, seitdem gibt es uns eigentlich so. Ja. Wollt ihr noch was sagen, wie ihr zur Musik gekommen seid? Ich meine, ich habe früh angefangen, meinen Eltern auf den Keks zu gehen, irgendwo drauf zu trommeln, und anstatt es in der Küche rauszulassen, wurde ich dann zum Schlagzeugunterricht verdonnert und habe dann irgendwann bemerkt, dass das absolut mein Ding ist, und dann irgendwann ihn aufgegabelt auf einer Party, und dann hat man zusammen gejammt und dann hat es richtig angefangen. Also klar, wir hatten, glaube ich, alle schon Bands davor, irgendwelche komischen Coverbands, als wir 12 waren, aber dann hat sich das halt entwickelt und ja, hier sind wir. Ja, ich habe mit Konzertgitarre angefangen. Okay. Dann irgendwann hatten so ein paar Leute aus meiner Klasse, die hatten eine Band, ich wollte da mitmachen, und die brauchten dann doch einen Bassisten. Das ist eigentlich so die Origin-Story für jeden Bassisten. Jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt bist du Bassist, und hast du die Gitarre dann auch komplett an den Nagel gehangen? Oder also nicht komplett, ein Ding? Also zwischendurch ein bisschen klimper ich noch, aber Bass ist definitiv ein Hauptinstrument. Ja, und ich sag mal so, wenn wir aufnehmen, Gitarre, Lars ist auch immer für gute Ideen gut. Ja, da ist das noch sinnvoller. Hat sich das doch gelohnt mit der Gitarre. Ja. Genau, und wovon lasst ihr euch so musikalisch, also ihr macht ja als Genre an sich, nennt ihr das Funkrock, würdet ihr euch zuordnen? Ja, das ist so ein Genre, ich glaube gar nicht, dass das richtig gibt. Das ist einfach so ein weit gefasstes Indie mit Funk-Einflüssen, würde ich behaupten. Indie, Rock, Funk, so die Ecke halt einfach, ja. Ja, und was sind so eure musikalischen Einflüsse? Also habt ihr euch von irgendwas bestimmt inspirieren lassen, oder ist das einfach ganz klassisch? Ihr merkt, ihr habt auf irgendwas dann Bock und entwickelt das und macht das dann. Ich glaube, wir zusammen haben gar nicht so eine Sache, von der wir uns inspirieren lassen, sondern ich glaube eher so, dass jeder von uns eigene Einflüsse hat und die sozusagen so ein bisschen mitbringt. Ich meine, ich glaube, Alex kommt fast eher aus der etwas härteren Metal-Schiene. Ja, und weiß nicht, Lars, sag mal was zu deinem Musikgeschmack. Ja, also wir haben natürlich so gewisse Sachen, die sich bei uns überlagern vom Einfluss her. Also stimmt, also wir alle hören gerne Red Hot Chili Peppers zum Beispiel, ja, aber ich glaube sonst, es geht halt auch teilweise sehr auseinander. Ja, ich höre sehr viel so Indie-mäßige, teilweise sogar Pop-Sachen, würde ich behaupten, und ich glaube, Alex, hörst du Pop? Es gibt tatsächlich ein paar Pop-Artists, die mir sehr gefallen, aber letztens bin ich auch irgendwie so auf diesen 80s, 90s Rap gestoßen und finde da ein paar Rapper mega geil, also es ist wirklich komplett durchmischt, oder auch Techno mittlerweile so ein bisschen, also wirklich fast jedes Genre. Ja, aber ich glaube, das ist ein großer Vorteil auch, wenn man halt die ganzen verschiedenen Einflüsse miteinander kombinieren kann und man nicht sofort sagt, okay, das klingt wie das. Ja, definitiv. Ja, vor allem, ich glaube, wir alle haben auch schon mal außerhalb von diesem Genre irgendwas gespielt. Also die beiden haben mal längere Zeit einen Hip-Hopper begleitet und dann Live-Sachen mit denen gemacht. Ich war jetzt in mehrere Metal-Bands hier vor. Ich glaube, du bist auch noch in einer Rockband gerade. Ja, ich glaube, ihr habt ja auch alle nochmal privaten oder auch beruflich, wie ich ja gerade schon bei dir gehört habe, nochmal einen anderen Bezug zur Musik. oder besonders, glaube ich, bei dir finde ich den beruflichen Aspekt, du hast ja irgendwas gesagt, du machst was mit Orgelbau. Ja, ich baue Pfeifenorgeln. Und inwiefern würdest du sagen, hat sich das hier auf deinen Part in der Band ausgewirkt schon? Ja, also dadurch wohne ich halt nicht mehr in Münster. Also da, das macht halt so Sachen wie Proben oder sowas ein bisschen schwieriger. Aber man bekommt halt, was andere Musik angeht, auch noch komplett andere Einflüsse und sowas. Und wir haben das bisher, würde ich mal behaupten, recht gut hinbekommen, dass auch wenn wir sehr verstreut wohnen, wir noch Auftritte spielen, wir halbwegs regelmäßig proben können. Ja, definitiv. Wir machen es, dass es funktioniert. Ja. Genau, und dann, glaube ich, auch beim Proben nochmal ein wichtiger Punkt, so ein Entstehungsprozess von einem Song. Wie sieht der bei euch aus? Also, wer schreibt die Songs meistens und was wird vom Song dann zuerst geschrieben bei euch? Also erst der Text, dann Gitarre, oder wie rum macht ihr das? Das ist auch relativ diverser Prozess, würde ich behaupten. Also bei unseren
bei unserer ersten EP, ich würde jetzt sagen, unsere erste richtige große EP mit 5 Songs, war es eigentlich, glaube ich, so, dass ich viel so Songideen hatte, die ich mit Akustikgitarre geschrieben habe. Einer ist aber auch dabei, wo das nicht so war, glaube ich. Zum Beispiel Sweet and Sour, der Titeltrack der EP. Ja, ich glaube, der fing mit einem Bassriff an oder genau. Sowas. Genau. Aber grundsätzlich ist es auch, wir schreiben Songs durch Jam, ja, ich schreibe mal was irgendwie, hab so ein Refrain und dann spielen wir das zusammen an und jeder packt da so seine Parts rein und ja, dann teilweise entsteht auch, würde ich sagen, sogar was so im Studio, würde ich sagen, also wirklich mit, jeder nimmt einzelne Sachen auf und ja, wir programmieren die Drums ein, dann werden die live eingespielt von Alex nochmal und so kann man natürlich besser gucken, was passt zueinander und so. Ja, aber das ist wirklich von Song zu Song unterschiedlich. Manchmal kommt dann wirklich ein fast fertiger Song von einem von uns rein und manchmal proben wir, spielen irgendwas und daraus wird dann auch was. Also das ist wirklich. Ja, ganz genau. Zum Beispiel bei unserem Song Pressure, ja, ich glaube am Ende war der Gitarrenteil, den ich hatte, war das Bassriff und Lars ist mit der Gitarrenidee sozusagen um die Ecke gekommen, ja. Was ganz witzig war, ja. Also es ist wirklich ja. Sehr unterschiedlich, würde ich nur sagen. Ich meine, ich glaube, wir haben schon alle Parts für ein anderes Instrument geschrieben. Jetzt auf der neuen EP habe ich ja mal ein Gitarrenintro geschrieben, worauf ein neuer Song basiert. Das stimmt, ja. Dann hast du für mich auch mal ein Schlagzeugfilz oder sowas geschrieben. Ihr beide habt euch gegenseitig immer Feedback gegeben. Also jeder hat mal fast auf jedem Instrument schon irgendwas gemacht für einen Song. Also seid ihr da echt eigentlich durch die Bank durch, sag ich mal, bei allem bewandert und bei allem auch motiviert, da was zu machen? Ja, also bewandert, also wenn man mich in das Schlagzeug setzt, ist das vielleicht nicht die beste Idee, aber... Oder mich ans Mikro ist auch nicht das Beste, aber... Aber wir kriegen es schon hin, unsere Ideen da miteinander zu kommunizieren, so von wegen, welcher Part da jetzt besser passen würde und da kriegen wir das schon hin. Ja, das ist doch mal eine sehr inspirierende Geschichte. Genau. Ja, nee, aber ich finde, da haben wir auch erstmal gut geredet. Ihr könnt ja nochmal gerne 2 Songs zeigen. Gerne. Und dann reden wir gleich nochmal. Ja, super. Dann bis gleich.
Ja, vielen Dank für diese tolle Musikeinlage und ich würde euch dann direkt nochmal rüber zu mir auf die Couch bitten, damit wir mal ein bisschen quatschen können. Genau, lass uns nochmal ein bisschen quatschen. Ja, gerne. Ja, als erstes, ihr seid ja schon auf mehreren Konzerten, habt mehrere Konzerte jetzt schon gespielt und ihr wart auf mehreren Festivals auch als Acts, so durch Deutschland verteilt auch. Wie ist das für euch, auf der Bühne zu stehen? Also, wie würdet ihr das beschreiben? Es ist einfach genial. Ja, das ist ja so ein bisschen das, warum wir das machen. Also jetzt nicht, um halt angejubelt zu werden, sondern um das halt so, das, was wir machen, so mit den Leuten zu teilen und zu sehen, ob denen das gefällt. Hoffentlich gefällt es ihnen. Und es ist einfach immer super, so ein direktes Feedback zu bekommen, weil wenn man da bei sich im Keller sitzt, ein bisschen spielt, man denkt sich so, ja, guter Song, und dann kommt man auf die Bühne und ja, okay, vielleicht doch nicht so gut. Oder manchmal ist es auch genau andersrum, dass die Leute wahnsinnig abgehen. Das ist einfach immer super. Also es ist mit dem besten Gefühl, was man überhaupt haben kann, zu vergleichen. Also das Gefühl, wirklich in der Musik zu stehen und dann einfach abzugehen mit den Leuten oder auch eine Improvisation reinzuschieben, was mit den beiden zum Glück möglich ist. Unglaublich. Oder kannst du das irgendwie noch besser ausdrücken als einfach geil? Ich glaube, besser als du kann das keiner mehr sagen. Perfekt. Aber wo du jetzt auch nochmal meintest, dass ihr dann auf der Bühne auch nochmal ein bisschen was ausprobiert und so. Also ist bei euch dann wirklich nicht so dieses strikte Songs einfach runterspielen, sondern ihr macht dann auch teilweise so eine kleine Jam-Session da auf der Bühne. Ja. Probiert euch auch ein bisschen aus nochmal, oder? Ja, also wir ändern jetzt nicht die Struktur der Songs oder sowas live, aber also die Soli sind immer improvisiert und zwischendurch fangen wir halt einen Song auch nicht genauso an, wie es auf der Aufnahme ist, sondern machen da einen Intro-Jam oder sowas. Also ja, aber es ist doch auch ein bisschen, also schön, sich da ein bisschen auszuprobieren. Auf jeden Fall. Ja, aber genau. Dafür lädt das Genre, glaube ich, auch ein. Ja, ja, das stimmt auch wieder. genau, und ihr wart ja auch beim Band-Contest in Leipzig einmal. Was genau war das und wie ist das für euch ausgegangen, sage ich mal? Könnt ihr mal ein bisschen berichten? Ja, das war letztes Jahr im, war das im Juli? Könnte sein. Es war warm. Ist egal. Es war ein Band-Contest für das Leipzig zeigt Courage Festival. Das ist so ein Leipzig gegen rechts sozusagen Festival. Und da ging es halt darum, einen Slot bei einem Hauptfestival zu bekommen und auch eine CD-Aufnahme. Und da haben wir halt mit zwei Bands aus Leipzig, zwei ukrainischen Künstlerinnen und einer Band aus Berlin. Es war auf jeden Fall nördlich von Leipzig, das stimmt schon. Und da kommt Berlin hin. Genau, ich meine Berlin. Haben wir gespielt, coole Leute, das war eine super Atmosphäre da. Wir konnten uns schön Leipzig angucken, aber leider haben wir nicht gewonnen. Aber dem kann ich mich auch echt nur anschließen. Also die Atmosphäre mit den anderen Künstlern war einfach echt genial. Wir hatten eine richtig gute Zeit da im Backstage mit den anderen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Das ist auch schon eine perfekte Brücke, die zu meiner nächsten Frage oder meinem nächsten Punkt, den ich ansprechen wollte. Weil, wie ich ja schon gesagt habe, ihr wart viel in Deutschland unterwegs bei Live-Gigs und so und habt da, wie du jetzt auch schon bestätigt hast, einige Leute kennengelernt, einige andere Bands. Habt ihr denn da jetzt auch Bands, mit denen ihr dann wirklich regelmäßig auch noch in Kontakt steht, euch richtig austauscht, die ihr dann irgendwie bei sowas kennengelernt habt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Impediment wäre jetzt so die erste Wahl. Also natürlich, man lernt Bands kennen, mit denen man auch vor allem dann Sachen zusammen organisiert. Oder wenn man irgendwie jemand krank wird und dann springt man irgendwo ein. Oder man lernt sich gegenseitig ein. Oder für Veranstalter, dass man eine Band empfiehlt, die irgendwie bekannt vorkam oder mit dem man mal super zusammen gespielt hat, auf jeden Fall. Und das baut sich halt immer und immer weiter auf. Ja, das ist auch echt, echt genial, so ein Netzwerk zu haben. Also wir hatten das jetzt ein paar Mal, dass wir einspringen mussten für befreundete Bands, weil die halt nicht konnten oder sowas, und das gleiche haben wir jetzt auch schon einmal gemacht, dass wir halt eine andere Band vorgeschlagen haben, weil wir nicht konnten, und ja, dadurch, dass man sich da, ja, wie gesagt, so ein Netzwerk aufbaut, das ist echt, echt super. Also ja, also würde ich schon sagen, ihr habt da auch menschlich viel mitgenommen irgendwie von anderen Freunden, klar. Freundinnen. Super, ja. Genau, ihr habt ja euren ersten Song bzw. die erste EP dann ja auch 2017 rausgebracht, ungefähr ein Jahr, nachdem ihr euch so zusammengefunden habt jetzt. Ja. Oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, doch, kommt hin. Ich glaube, knapp ein Jahr. Oh, müsste passen, aber ist lang her. Das ist wirklich lang her, genau. Was ist denn bei euch so musikalisch, würdet ihr sagen, seitdem passiert? Habt ihr euch irgendwie verändert oder habt ihr einfach, schon. Also wenn ich, also insbesondere seit dem Projekt aus 2017, sag ich mal, also da ist schon sehr viel passiert. Also einmal natürlich in der Production, sag ich mal, die Aufnahmen sind besser geworden, besser gemischt geworden jetzt, sag ich mal, all das neuere Zeug, sag ich mal, was danach gefolgt ist. Und aber auch musikalisch natürlich. Ich meine, man lernt quasi aus seinen Fehlern, würde ich sagen. Ja. Das gilt, glaube ich, für fast alles, was man tut. Und
so ist das auch mit unserer ersten EP eigentlich gewesen. Also ich bin heute noch stolz darauf, was wir da gemacht haben, aber im Endeffekt muss man natürlich auch sagen, klar, hier und da hätte man definitiv was besser machen können, aber genau das wissen wir jetzt für unsere alle Songs, die wir danach gemacht haben eigentlich, und ja, nehmen sozusagen immer nur das Beste mit. Ja, das war eine super Lernerfahrung auf jeden Fall. Also. Ja. Okay, und dann nach einigen Jahren Übungen von 2017 der Sprung nach 2020 habt ihr dann ja eure Sweet and Sour EP rausgebracht, von der wir jetzt auch schon einiges gehört haben gerade. Genau, was war das dann für euch für eine Erfahrung oder für einen Schritt, sage ich mal? Ich würde sagen, das war so die erste Aufnahme, wo wir alle sagen würden, so wollten wir das haben. So, davor ist es immer, man probiert sich nochmal rum mit den Aufnahmen, der Mischer, und ist alles noch nicht so ganz geregelt. Man weiß noch nicht, was man will, weil man an sich einfach noch nicht ausprobiert hat. Und das ist das erste Mal gewesen, dass wir sowohl von der Qualität, also von der Soundqualität, als auch von dem, was wir gespielt haben, wirklich sagen können, das ist geil, dazu stehen wir. Und das Feedback haben wir zum Glück auch davon erhalten. Ja. Ja, das ist doch perfekt. Da kannst du eigentlich nichts Besseres wünschen, oder? Also ja. Selber zufrieden sein und dann noch gutes Feedback zu bekommen. Perfekt. Genau, und was hat der Titel zu bedeuten? Auch wieder, genau wie mein Bandname, Sweet and Sour. Ein bisschen kryptisch auf den ersten Blick. Also das kommt von der, wer das Cover kennt, wird sicherlich wissen, von so einer süß-sauren Soße-Flasche, wie sie bei asiatischen Restaurants gern zu finden ist. Und weiß ich, wir fanden die Cover-Idee super. Wir waren öfter asiatisch essen und ja, was soll ich sagen? Dann fahren wir noch die Idee so super auf die Rückseite der CD, quasi als Auflistung der Zutaten, die Songtitel quasi. Da hat alles sehr gut gepasst. Ja. Lars hat eine schöne Künstlerin, also nicht eine schöne, auch eine schöne Künstlerin, aber eine gute Künstlerin organisiert, die uns diese süß-saure Flasche schön gemalt hat, und so ist dann das Plattencover entstanden. Also habt ihr wirklich gesagt, okay, süß-saure Soße finden wir super und wir möchten gerne ein Album mit dem Stil designen, oder? Ja, absolut. Wir hatten halt ein Song auf dem Album, heißt halt auch Sweet and Sour, und wir haben das tatsächlich, ich glaube, seit der ersten EP, immer wenn wir die letzte Aufnahme fertig haben, dann gehen wir bei uns in der Nähe des Proberaums, gehen wir asiatisch essen. Also das ist eigentlich so eine Tradition bei uns geworden. Und also es hat auf jeden Fall doch eine tiefere Bedeutung. Ja. Also oder was heißt tiefere Bedeutung? Aber es hat auf jeden Fall einen Zusammenhang, den man dann nachvollziehen kann. Ja, wir haben da so einen Bezug zu. Ja. Genau. Das aber wie bei allem würde ich bei uns sagen, wir fanden es lustig und deswegen haben wir es gemacht. Okay, aber das ist doch auch die Hauptsache, dass es dann trotzdem kein Titel ist, wo man dann denkt, okay, hat man jetzt auch gar keinen Bezug zu, wie ihr gerade schon gesagt habt. Nein, das ist auch nicht als reine Lachnummer gedacht. Ja, natürlich. Aber ja, das ist doch wunderbar. Genau, und ihr solltet ja auch einen Gegenstand mitbringen. Haben wir euch gefunden. Ja. Wir haben tatsächlich, was ist euer Gegenstand? Wir haben tatsächlich zwei Gegenstände mitgebracht. Und zwar einmal. Das hier ist der unwichtigere eigentlich. Naja, okay. Es geht also dieses wunderschöne Polaroid, das haben wir vom Made in Münster Festival, da haben wir das aufgenommen. Und das war das erste Mal, dass wir jemanden draußen in der Menge gesehen haben, in einem Teacup Universe Shirt, von wo wir keine Ahnung hatten, wer das war. Also dass man das halt ist doch schön, dass Leute zu unseren an diese Person. Ja, dass Leute zu unseren Konzerten kommen, die wir nicht kennen. Also war das auf jeden Fall auch schon so ein Meilenstein, würdest du sagen? Ja, ja. Also es war wahnsinnig ungewohnt. Also ja. wer bist du? Cool, aber wir kennen dich. Es ist einfach so ein wunderschöner Schritt, weiterzukommen mit der Band. Ja. Weil natürlich fängst du an, dass du nur Freunde auf deinen Konzerten hast, und das dann aufzubauen, dass wirklich Leute kommen, die dich feiern, von denen du keine Ahnung hast, wer das ist. Wunderschönes Gefühl. Ja, ja, sehr gut. Der zweite Gegenstand. Der zweite Gegenstand beschreibt unseren Alltag, unseren Bandalltag. Tortilla. Also ich glaube, ohne Tortillas wäre Alex schon mindestens 15 Mal verhungert während unserer Proben. Im Prinzip ist genauso wie die Tradition, nach der EP essen zu gehen, also nach den Aufnahmen, ist auch die Tradition vor jeder Probe eigentlich bei während und nach, genau, eigentlich vorher, hinterher, nachher, währenddessen überall zum lokalen Supermarkt zu fahren und dort Tortillas einzukaufen, um die sich dann einzuverleiben, wohlgemerkt ohne Beilage. Das wollte ich als nächstes fragen, gibt es noch was dazu? Aus finanziellen Gründen hat sich das bei mir geändert. Das war zu Anfangsstudiumszeiten, wo ich nicht mal einen Hiwi-Job hatte. Okay. Es schmeckt, es sättigt, ist es gut für also eine Probe. Alex ist auch der Einzige, der das wirklich regelmäßig konsumiert von uns. Ja, man merkt auch Alex schon die Begeisterung sehr an, seinen Lieblingsgegenstand, eigentlich auch die treibende Kraft der Band hier einmal präsentieren zu dürfen. Also ohne Tortilla ist kein Teacup Universe. Ganz genau. Wunderbar. Genau, ja, vielen Dank für eure beiden Gegenstände. Das auf jeden Fall interessante Einblicke in eure Band-Dynamik, sage ich mal.
Genau, und ihr habt ja auch schon so die typischen, was heißt die typischen, aber schon halt große Schritte als Band so hinter euch. Wie gesagt, ja, viele Konzerte, einige Festivals, Contests, mehrere Sachen released. So, was steht dann noch so auf eurer To-Do-Liste? Was wollt ihr unbedingt einmal machen? Das hat Alex, glaube ich, schon in der vorherigen Interviewrunde so ein bisschen gespoilert, dass wir auch aktuell eine neue EP am Start haben, mehr oder weniger. Die Aufnahmen sind komplett fertig, die sind fast fertig gemischt. Und die hoffen wir ja diesen Sommer rausbringen zu können. Das sind 4 Songs, auf die wir wirklich sehr stolz sind, wo wir uns auch meiner Meinung nach als Band weiterentwickelt haben. Das ist sozusagen das nächste Kapitel von Tiger Universe. Ja, dem kann ich mich erstmal so anschließen. Und als wirklich langfristiges Ziel, wir wollen unbedingt mal wirklich eine längere Tour zusammen haben. Also wirklich mal 2 Wochen, 3 Wochen einfach auf der Straße und dann jeden Abend einen Gig, das wäre so der absolute Traum. Leider ist das super schwierig zu managen, Locations nacheinander zu finden, wo das funktioniert, dann auch andere Bands, die da mitspielen und sowas. Und gleichzeitig, dass wir alle frei haben von der Arbeit oder keine Klausuren schreiben etc. Super schwer zu managen, aber da wollen wir auf jeden Fall nächstes Jahr hin, dass wir mal wirklich mehrere Wochen einfach auf Tour sind. Ja, also ob das jetzt mit dieser EP das dann wird, das wissen wir nicht, aber das ist jedenfalls irgendwas, wo wir irgendwann mal definitiv hin wollen. Ja, das klingt noch ein super Plan, finde ich. Was sind eure nächsten jetzt schon vorhersehbaren Termine, Pläne, Konzerte oder ähnliches? Wir haben im Juni 6.9.? Nee, 9.6. Da haben wir eben noch drüber gequatscht. Alex hat mich über den Termin informiert, den ich irgendwie so ein bisschen mismanaged hatte. Habe ich mir jetzt eingetragen und ja, da spielen wir. Boah, frag Gott, wo. Im Sauerland ist das der? Ich würde behaupten, schaut einfach mal bei uns bei Instagram vorbei, damit das angekündigt sein, bevor wir uns hier verplappern. Ja. So organisiert wie stets. Wirklich, ja. Genau, hast du jetzt schon erwähnt, Instagram habt ihr auch, ihr habt auch eine Website, ihr habt auch Spotify. Ja, alles da. Da kann man sich ja auch dann wahrscheinlich die neuesten Sachen bei euch immer ranholen, die Informationen und die Lieder. Ja. Und denke ich mal, wie du jetzt schon gesagt hast, Informationen zu Konzerten und Ähnlichem auch. Ja. Perfekt, super. Habt ihr sonst noch was ihr sagen wollt? Ja, die nächste EP wird super. Wir haben, auch ganz tolle Aufkleber da vorne auf dem Tisch liegen. Können wir mal kurz einen holen? Oder? Hier, mein Kleiner. Das ist eine Giraffe, die einen Cocktail trinkt. Also mit unserem Namen halt drumherum. Das wird eins der Cover, sage ich mal, von den Singles, die wir für die EP raushauen werden. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wofür das steht, ja, reinhören demnächst. Genau. Ja, perfekt. Und wie immer gilt, glaube ich, kommt auf unsere Konzerte, hört rein und habt einfach Spaß mit unserer Musik, das ist das Wichtigste. Ja. Das ist doch immer eine gute Devise, super. Ja, dann sage ich hier schon mal vielen, vielen Dank für die Interviews. Ihr spielt uns jetzt gleich nochmal 2 Songs, dann würde ich euch auch schon mal rüberschicken. Ja. Genau. So, genau. Und ich verabschiede mich schon mal. Das war's von unserer 2. Folge Unterm Radar mit Tiger Universe. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Go back to my old home now. Sing me a love.
Ja, vielen Dank für diese tolle Musikeinlage und ich würde euch dann direkt nochmal rüber zu mir auf die Couch bitten, damit wir mal ein bisschen quatschen können. Her finest dress, yeah.
This is my pain in the opera team. No need for pride or fear. This is her. This was my night in the opera's dream. No encore here tonight. This was my night in the opera's dream.